Was macht ein außergewöhnliches Restaurant aus? Am letzten Wochenende war ich zu einem Fotoshooting in Dresden unterwegs und wo wir dann fertig waren, dachten wir, wir gehen noch schick essen und haben aber noch nach einem außergewöhnlichen Restaurant gesucht, was dann doch nicht so einfach zu finden ist in einer nicht so oft besuchten Stadt. Und ich wusste, es gab in Dresden den Espitas, einen sehr leckeren Mexikaner. Aber man will ja auch nicht jedes Mal zu dem gleichen Restaurant gehen, obwohl es sehr gut ist. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe Tante Google gefragt, wo ein außergewöhnliches Restaurant zu finden ist. Und ja, ich habe einfach nichts gefunden. Somit sind wir alle zu sechst in das Espitas nach Dresden. Und was das Espitas so besonders macht, das erfahrt ihr jetzt. Die Highlights, was ein außergewöhnliches Restaurant ausmacht, das verrät uns gleich der Robert. Denn er betreut das Espitas hier in Dresden, Zwickau und ja die ganzen anderen Restaurants. Aber ich finde, nicht nur die Highlights macht ein Restaurant außergewöhnlich, sondern es ist auch die Geschichte, die dahinter steht und die auch wirklich gelebt wird. Und natürlich das Ambiente. Denn wenn ich von Ambiente spreche, spreche ich nicht von nachgemachten, dargestellten Möbeln von irgendwoher importiert aus China oder sonstige woher, sondern beispielsweise jetzt hier im Espitas ist jeder Stein, jede Fliese, jeder Stuhl, jede Lampe, alles was man hier sieht, original aus Mexiko importiert und hier wieder quasi eingerichtet und aufgebaut, um ein Erlebnis zu schaffen, als wäre man im Urlaub in Mexiko. Und wie man überhaupt darauf kommt, hat man wirklich dank vor mehreren Jahren einen 90-jährigen, gerade abgeschlossenen Koch zu verdanken, der auf seine Gesellenprüfung oder Reise, besser gesagt, nach Mexiko gereist ist und sich in dieses Land so dermaßen verliebt hat, dass er, wo er wieder in Deutschland war, gesagt hat, ich möchte den Leuten, die es sich nicht leisten können, nach Mexiko zu reisen, ein Stückchen Mexiko nach Deutschland bringen. Und somit hat er wirklich erstmal sehr, sehr lange gekämpft, um überhaupt an Gelder zu kommen, um seine Idee umzusetzen. Weil wer gibt denn schon einen 90-Jährigen einen Kredit von so und so viel Tausende von Euro, um ein Erlebnisrestaurant zu eröffnen? Aber nach wirklich schweißtreibenden Kämpfen hat er es endlich geschafft und hat hier nach und nach ein Idyll aufgebaut, wo man sich wirklich wohlfühlt und eigentlich nicht nur zum Essen hergeht. Und was jetzt die wirklichen Highlights sind, das erfahrt ihr jetzt. 4200 Kilo Newton Schlagkraft, 180 Größe, gibt's ja nicht, 85 Knockouts! Ah, ja! Scheiße. Das Ambiente ist wirklich wichtig, aber die Highlights macht's erst richtig besonders. Und hier sitzt neben mir, wie versprochen, der Robert und er wird euch jetzt verraten, was das mit dieser Maske auf sich hat. Ja, richtig. Du hast uns ja gefragt, was macht eigentlich dieses Espitas so wirklich mexikanisch? Neben dem Essen, was wir auf den mexikanischen Straßen kennenlernen und nach Deutschland bringen und dann hier zu kochen, wie Quesadillas, Molletes, wollen wir natürlich auch das Erlebnis nach Deutschland bringen, um den Gästen oder unseren Gästen hier vorzuführen. Und ein großes Kulturgut in Mexiko ist das Lucha Libre oder Lucha, wohl kleine Luchadores, das sind kleine Nationalhelden, das sind die Kämpfer von Lucha Libre. Das ist Wrestling, ist das, ne? Genau, das ist das mexikanische Wrestling. Und jeder, der nach Mexiko fährt, muss es mal gesehen haben. Aber unsere Gäste sind halt die, die jetzt nicht so oft in Mexiko sind und die in Mexiko hier leben können. Deswegen haben wir uns damals gefragt, Mensch, wie kriegen wir dieses Lucha Libre her? Und haben dann angefangen, ein Quartett zu basteln, dass man halt diese Luchadores durch das Lucha Libre Torneo führen kann. Und haben noch Masken gemacht, die man zum Schluss mit einer Speise dazu sich ergattern kann. Genial. So, und zudem, was machen wir noch? Wir arbeiten sehr viel an Trinkmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich einen Tequila aus der Limette trinken kann. Das ist ein spezielles Verfahren, dass zum Schluss, wie gesagt, die Limette das Glas ist. Und zum Zweiten haben wir immer im Februar und im Februar bis Anfang März, bis kurz vor Ostern, haben wir immer die Dias de Insectos, wie das der Name schon sagt. Da gibt es Insekten auf dem Teller, neben
Larven vom Schwarzkäfer gibt es Grillen und Heuschrecken. Die werden bei uns in der Küche zubereitet und werden dem Gast präsentiert und serviert. Und weil das auch eine sehr alte, traditionsreiche Speise ist, gibt es natürlich Miss Peters. Kann ich wärmstens empfehlen. Wir machen uns dann immer mal Spaß, wenn wir hier sind und bestellen uns die. Alle Mädels erstmal, aber die Männer stürzen sich drauf. Richtig. Und die meisten beschreiben es ein bisschen wie Erdnussflips mit dem Mix von dem Braun von dem Spiegelei. Da gibt es so, dass wir das schmecken. Mir selber schmecken die Grillen am besten. Danach kommen die Heuschrecken, die Würmer ist ein ähnlicher Fall. Obwohl alles wohl sehr eiweißreich oder eiweißhaltig ist und eiweißreich. Und deswegen auch damals in Mexiko die Hungersnot sich abgewendet hat. Die Mexikaner haben faktisch ihre eigene Plage aufgegessen. Auch nicht schlecht. Richtig. Ja, und sonst gibt es bei uns eigentlich immer was zu erleben. Wir versuchen, eine Aktion folgt der nächsten. Wir versuchen, wie gesagt, unsere Muse haben wir in Mexiko. Wir sind zweimal im Jahr dort mit den Küchenchefs und Betriebsleitern und versuchen dort die Ideen aufzugreifen, die wir hier in Deutschland bzw. in unseren Espitos Restaurants wieder umsetzen. Wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem wirklich außergewöhnlichen Restaurant, kann ich euch das Espitos in Dresden und Umgebung wie Zwickau und Co. wärmstens empfehlen. Wo es die ganzen Standorte von Espitos gibt, erfahrt ihr unterhalb vom Video im Bericht. Und in diesem Sinne die berühmten Worte von Robert. Espitos, hier ist Mexiko. Wir laden Sie herzlich ein, Espitos mit allen Sinnen zu genießen und zu erfahren. Neben vielen Speisen und Erlebnissen gibt es für uns vor allem den Tequila in der Limettenschale, ein Klassiker. In diesem Sinne Prost und bis ganz bald. Cheers. Vielen Dank. Cheers.